Ja, und somit herzlich willkommen im Hauptevent hier in Metal Hill bei MX vs. ATV All Out. Oh, hallo! Ich schaue mich gerade um. Okay, wir haben auch nur hier Bikes dabei. Ich wollte gerade... Hallo? Fahren die hin? Okay. Ich habe mich gerade ein bisschen irritieren lassen. Alter, was geht bei denen ab? Ich wollte mir eigentlich gerade ein ATV kaufen. Zum Glück hat es nicht geklappt, Leute. Ich habe noch ein paar Coins zu wenig. Ich glaube, so 1000 fehlt. Ich habe 1500 und das billigste ATV kostet 11.500. Da habe ich ja gerade noch sogar Glück gehabt, weil hätte ich es mir jetzt gekauft, hätte es mir gar nichts gebracht, weil hier nur Bikes mitfahren. Also hier mega breite Straßen. Okay, ja, Straße kann man das auch nicht nennen. Hier halt eine Strecke. So. Bin mal sehr gespannt. Unser erstes, sag ich mal, normales Rennen. Wir hatten ja jetzt eine Offroad-Serie, jetzt haben wir eine Motocross-Serie. Okay, aber so gut sind wir jetzt auch noch nicht. Muss ich ehrlich zugeben. Wir sind alle relativ schnell unterwegs. Also wir spielen derzeit noch auf Mittel. Ich meine, ich muss mich auch noch so ein bisschen in das Gameplay reinfinden. Oh, das war auch ein bisschen knapp. Weil man hier noch durch ein paar Tricks und Kniffe eben noch ein bisschen schneller werden kann. Und die sind halt noch nicht so ganz hier in meinem Gameplay drin. Okay, das war auch ein super Sprung. Und jetzt kommen wir hier natürlich auch blöd rüber. Das war, glaube ich, auch kein gutes Rennen hier. Leider. Mann, wow, der ist mir unten reingerutscht und ich bin über ihn rüber gefahren. Mit diesem zur Seite lehnen, das finde ich so heftig. Ich mache das nur so ein bisschen und dann geht der so übelst rein. Weiß ich, ich traue mich teilweise gar nicht, das zu machen, weil ich dann fast immer eine 90-Grad-Drehung, wenn ich sogar mehr mache. Ist schon ein bisschen heftig. Da gehe ich lieber so ein bisschen vom Gas, aber ich habe manchmal das Gefühl, an manchen Stellen verliere ich dadurch halt auch Zeit und Speed. So wie es eben aussieht. So, die letzte Runde. Das war auch wieder ein hoher Sprung. Ich sollte das mit der Vorspannung nicht unbedingt immer machen. Vor allem beim Rennen oder so. Wenn wir mal ein Rennen haben, wo wir vielleicht hier Stunts machen müssen und nach Punkte geht, da bin ich auch mal gespannt, ob es solche Rennen noch gibt. Gab es ja früher auch. Da ging es dann nicht um die Position oder so, sondern einfach um Stunt-Punkte. Da wäre ich mal sehr gespannt. Da können wir das wirklich machen mit hohen Sprüngen, aber hier bei so einem Rennen nicht unbedingt. Also vielleicht damit wir schön landen. Aber irgendwie... Ah, jetzt komme ich hier über den Hügel rüber. Ah, das ist mies. Okay, was sind wir denn überhaupt? 9. Platz sogar? Alter, bin ich so schlecht? Ich hab gedacht, so, ich bin 5. oder so. War doch vorher mal voll weit vorne und dann haben mich, glaube ich, 2, 3 überholt. Wie bin ich jetzt 8. sogar? Okay. Das schockt mich gerade so ein bisschen. Oh, er geht nicht automatisch zurück, weil das Rennen beendet ist. Ja, fast noch hier hingehauen. Oh, das gibt's doch nicht. Auf der Strecke Bonus, Fahrlässig Bonus, Eventbelohnung. Aber halt nur ein 8. Platz. Das ist schon mega krass heftig. Oh mein Gott. Ich meine, okay, wir sind punktetechnisch noch nah dran, aber das war jetzt... Ich habe vor allem die ganze Zeit, ich habe gar nicht auf meine Platzierung geachtet und ich habe gedacht so, okay, wir sind irgendwie so Platz 3, 4, 5, sowas in dem Dreh. Aber dass wir so weit hinten sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh mein Gott. Okay, na dann. Oh, hier geht's sogar hier irgendwo durchs Wasser mal durch. So, das zweite Rennen hier bei Crimson Creek. Eine Open Cross. Okay, ich habe gedacht, obwohl, nee, schon... Nee, weil Open hört sich so Open World-mäßig an. Nee, das andere, was ich meine, ist Offroad. Offroad einfach, ganz mal. So, ich glaube, wir haben hier sogar einen Hallshot hinbekommen. Man kriegt hier keine... Nein. Keine Information oder so. Okay, bei dem Spiel heißt es auch nicht Hallshot, sondern Blitzstart. Habe ich schon in den Achievements gesehen. 10 Blitzstarts machen. Dadurch, dass ich hier Erster war bei dieser Markierung. Ich hoffe mal, dass es von der Markierung hier auch gepasst hat.
müsste ich vermutlich jetzt eins geschafft haben schon. Die Frage ist, inwiefern es jetzt halt so stimmt. Was ist das hier mit der Zeit? Ist hier auf Platz 1, aber das hatten wir doch vorher auch noch nicht. Oh, hier wollte ich die Pfütze. Oh, toll, da werde ich rausgehauen. Natürlich auch mies. Mal 14. Hey, wenn man da so einen Fehler macht, dann wird man gleich von 5 Leuten überholt. Richtig übel. Guck mal, ich habe jetzt keine großen Fehler eigentlich gemacht. Ja, okay, doch einen. Aber das andere, da hat mich der eine rausgehauen. Oh, wow, 11% Vorspannung. Kein guter Jump. Oh, und hier hat auch einer mal einen Fehler gemacht. Dadurch mal ein bisschen langsamer geworden. Oh, ah, nicht so gut gesprungen. Oh, der war doch jetzt schön gelandet. Alter, genau. Alter, der eine haut mich in den vorderen rein und mich haut's hin. Und dann bleibt er 10 Minuten wieder liegen. Das ist echt unmöglich. Das ist sowas von unmöglich. Kann ich irgendwie neu starten oder so? Event beenden, Event aufgeben. Was ist, wenn ich beende? Ey, das ist so mies. Ich finde es manchmal so mies, dass man... Also da waren jetzt 2 Situationen, wo ich jetzt ehrlich nichts dafür kann. Der eine fährt mir in die Seite rein, dadurch bin ich vorne in den einen reingefahren und dann haut es mich hin. Und wenn das passiert, dann hat man halt eh schon wieder sowas von verloren. Ich bin jetzt mal gespannt. Ja, okay, wir haben ja... Okay, gut, wir können es nochmal wiederholen. Ist schon ein bisschen seltsam, weil man kann quasi nicht neu starten. Aber wenn man dann hier auf Beenden geht, dann ja, okay. Ist schon wie ein Neustart. Aber das nervt. Das nervt manchmal wirklich. Richtig übel. Oh Mann, oh Mann. Ah, toll, jetzt hat der Blitzstart wohl nicht gezählt. Die Frage ist, bis wohin zählt es? Eigentlich war es ja immer die erste Kurve. War das jetzt die erste Kurve oder so? Weiß es nicht. Oh, Blitzstart, da war's. Oh, okay, und dann gleich hier wieder Speed verloren. Aber okay, man kriegt dann eine Einblendung. Guck mal, zieht er mich voll rüber. Jetzt bin ich noch aus der Bahn gekommen. Jetzt kriege ich dieser Außerbahn-Bonus nicht. Oh, das ist doch kacke. Aber ich bin Platz 4 zumindest mal. Mal wenigstens etwas. Oh, Alter. Nicht gut gefahren. Ja, genau. Komm, haut sich hin, bitte. Ist er nicht. Mal, wie sie mich jetzt alle überholen. Jetzt war ich vor der Kurve, ich glaube, 4. oder 3. Und jetzt bin ich 7. Okay, das war gerade außerhalb der Bahn. Also ich muss wirklich noch so ein bisschen üben. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich an sich eigentlich falsch mache. Ob ich wirklich mehr mit in die Kurve reinlehnen üben muss oder mit der Kupplung, mit diesem Boost, den ich manchmal auch nicht so ganz verstehe. Ja, was bringt es jetzt, wenn ich jetzt hier fahre und jetzt die Kupplung kurz drücke? Dass ich da irgendwie so einen Boost bekomme. Ja, okay, nicht so viel hinfliegen und so, sowas ist natürlich klar. Hier hat immer der, das war auch ein guter Sprung zum Beispiel. Boah, voll dagegen. Aber, oh, da bin ich auch noch 2 Plätze geholt. Ah, guck, das war jetzt ein bisschen zu weit wohl gesprungen. Wobei das, denke ich mal, gar nicht hier die großen Fehler sind. Und hier, der, jetzt habe ich hier natürlich ein bisschen Speed wieder verloren. Aber ich meine, vielleicht auch in den Kurven oder so verliere ich zu viel. Habe ich so das Gefühl. Oder dass halt auch die Linie nicht so gut ist, die ich fahre. Oh, genau. Das hat er mich so weggedrückt. Ich hätte lieber 7. Hier voll rein in das Wasser. Das sieht immer so lustig aus. Autsch. Danke, voll auf die Rübe. Ah, nicht gut aufgekommen. Alter, jetzt bin ich 8. Ah, da sind noch ein paar.
Komm nämlich ganz rüber, ohne das Wasser zu berühren. Boah. Wie sie mich immer zur Seite schieben. Komischerweise, die können es, aber ich kann es nicht. So, komm on, den will ich noch. Ah, Mann, immer hier. Oh mein Gott. Guck mal, ein Fehler und schon. Gerade eben war ich noch Neunter. Wieder Achter, okay. Wollte schon sagen. Ein kleiner Fehler und schon zwei Positionen verloren. Aber manchmal. Das ist schon ein bisschen übel. Weil, wie sie mich immer wegschieben können und ich kann nichts machen. Voll wieder Achter. Alles wieder total bescheuert. Muss man ehrlich dazu sagen. Also wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder so, neue besten Rundenbonus und ich bin trotzdem Achter, ihr könnt es gerne hier unten reinschreiben. Vielleicht hat der eine oder andere noch einen Tipp oder so. Und ja, weil es sieht gerade nicht so gut aus. Sechster Platz, ja toll. Aber mal Platz 1 ist halt schon nach 2 Rennen 16 Punkte voraus. Oh, ich bin immer so gespannt auf die nächsten Rennen. Hurricane Hill hört sich ja schon mal ganz cool an. Oh je, meine Freunde. Wenn alles schief läuft, dann holen wir uns halt einen Blitzstart. Wenigstens etwas. Weil wir schon am Anfang immer Position 1. So, haben wir schon mal geholt. Na okay, ein bisschen mies natürlich auch. Ich kenne die Strecke gar nicht. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Wobei, die geht es eigentlich. Oh, hier weit außen gefahren. Wollte schon sagen, bis jetzt geht sie hier eigentlich. So, hier ein Sprung. Man weiß halt nie. Bei so einem Sprung, ob man weit springen sollte oder nicht. Und diese Zeit teilen. Wieso teilen? Ja, die Zeit heißt wohl, so viel habe ich Vorsprung, oder? Wobei das eigentlich auch falsch ist, weil Plus ja in der Hinsicht falsch wäre. Und wieso teilen? Könnte aber passen. Könnte einigermaßen passen. Oh, okay, das war sehr weit gesprungen. Oh, Alter, hier diese kleinen Hügelchen und dann noch nach oben. Oh nee. Ich glaube, jetzt verliere ich hier mega Zeit. Aber, Alter, wir sind noch Platz 1. Weil ich finde jetzt diese Strecke. Oh, Alter, das erinnert mich an Glen Helen. Bei MXGP 3. Oh, nein, verdammt. Oh, der Stein auch noch. Okay, aber bis jetzt ist die Strecke auch gar nicht so schwer, finde ich. Das ist ja der große Vorteil. Die anderen waren da so ein bisschen, ja, anstrengender, weil halt immer so ein Sprung kam und dann kommt eine Kurve und dann springt man in die Kurve rein und so. Hier ist nicht so extrem. Ein bisschen ruhiger. Aber okay, ich bin auch meistens in vielen Rennspielen eben auch ein bisschen entspannter, wenn ich auf Platz 1 rumfahre. War jetzt ein blöder Fehler von mir. So, eine Runde hätten wir schon mal. Mal 6 Sekunden, ja, okay. Aber wir sollten gucken, dass wir das halt auch irgendwie halten können. 16, 10 Sekunden. Oh, Achtung. Oh, wir müssen auch nicht unbedingt übertreiben. Wir haben ja hier eine Zeitanzeige. Könnten vielleicht da irgendwo einen Trick machen, oder? Ein bisschen Coins sammeln. Mal eben schauen, wo wir das am besten machen können. Haben wir 7 Sekunden. So, wo war ein großer Sprung? Schaffe ich hier einen? Ah, nee. Okay, so, zum Glück habe ich es nicht gemacht. Oh, jetzt geht's hier nach oben. Mal 11,5 Sekunden. Ich weiß eigentlich, an solchen Stellen muss man sich eigentlich so ein bisschen nach hinten lehnen, damit man größtenteils die Hügel auf dem Hinterrad fährt. Aber dadurch, dass es hier so berghoch geht, guck mal, 8,5 Sekunden, habe ich voll Zeit verloren. Dadurch, dass es hier eben, wirklich berghoch geht, ist eben die Frage. Ah, scheißen Dreck. Wollte so ein bisschen nach links, aber das war dann zu viel links.
könnte ich einen coolen, schnellen Trick machen. Musik gefällt mir auch so ein bisschen. Wieder so das eine Lied. Müssen wir wirklich gucken, ob es wirklich von Skrillex ist oder halt einfach. Hier könnte doch so auch Richtung Zomboy oder so sein. Oh, hier müssen wir aufpassen, weil hier der Sprung ist mies. Ah, nee. Ich wollte gerade einen Backflip machen, aber ich glaube, das reicht nicht aus. Ich könnte einen anderen Trick machen. Oh, okay. Der war knapp. Aber ich finde es schade, dass man ja keine Punkte sieht. Das finde ich ein bisschen schade. Einmal die Beine spreizen. Ja, wieso bin ich jetzt... Guck mal, die letzten zwei Rennen hatte ich doch sowas von gar keine Chance. Und jetzt hier eigentlich mit Leichtigkeit mal fast 20 Sekunden Vorsprung. Ich habe nichts an der Schwierigkeit oder so geändert. Alles beim Alten. Und hier dominieren wir ja quasi richtig. Richtig übel. Klar, hier verlieren wir so ein bisschen Zeit. Ah, ist ja nicht so schlimm. Ah, jetzt haben wir hier einen richtig blöden Takt drin. Aber wir haben so viel Vorsprung, das ist eigentlich egal. Wenn ich nur so 2 Sekunden hätte, dann wäre es ein bisschen mies, weil dann hätte ich wohl hier meinen Vorsprung verloren. Das gefällt mir. Müssen wir noch die anderen Tricks auch alle anschauen, wo die so sind. Also, welche Tricks er macht, inwiefern welche drücken man muss. Oh, okay, er wollte sich hier gerade hinstellen. Das ist halt miese, bei so kleinen Sprüngen weiß ich eben nicht, ob der Trick länger dauert oder nicht. Muss ich mir mal in Ruhe anschauen, nicht unbedingt in einem Rennen. Okay, eigentlich wollte ich einen anderen Trick machen, aber gut. Ich bin erster Platz, Leute. Yeah. Alle so synchron. Fast synchron. Okay. Alter, ich habe den ersten Platz, hey. Habe ich jetzt 15.000? Nee, das ist mein insgesamtes, glaube ich. Ja, ein bisschen übel. So, wir kämpfen uns nach vorne. Mal gucken, ob wir es wirklich noch schaffen dann. Wir haben noch 3 Rennen. Wenn wir da jetzt gut abschneiden, dann könnten wir es wirklich noch schaffen. Würde ich aber sagen, machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.